Joho, Guild Wars 2 Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu mein Guild Wars 2. Heute mit dem Charakter Nuria. Ja, wie schon im letzten Video, sehen wir hier einen Charakter, der nicht ursprünglich aus der Guild Wars 2 Lore entstanden ist. Ich habe mich ja sonst immer vom Spiel inspirieren lassen und meinen Charakteren so ein bisschen ihre Geschichte gegeben. Hier in dem Fall, gibt es Nuria schon seit, ich glaube, über 10 Jahren inzwischen als Charakter, Idee und Entwurf und auch als geschichtlicher Charakter. Und es ist halt sehr spannend, wirklich mit einem Charakter, der in einem ganz anderen Universum lebt, mal zu sehen, wie entwickelt er sich und wie gestaltet er sich eben in diesem Universum. Und in dem Fall hat meine Nuria hier, ja, sagen wir mal, auch ähnliche Fähigkeiten. Das ist meine Elementarmagierin, meine erste Elementarmagierin, der erste Charakter, den ich auf Stufe 80 gespielt habe und der Charakter, mit dem ich Guild Wars 2 so richtig angefangen habe. Und das passt auch deswegen alles ganz gut. Ich habe mich mit ihr sehr wohl gefühlt. Der allererste Charakter, den ich hier erstellt habe, war ein Silvari Mesmer, Nyjah. Die stelle ich euch auch noch vor. Den Charakter gibt es auch noch, ja, aber ich habe mich mit Mesmer nicht so ganz anfreunden können. Und Mensch, Elementarmagier. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Story der Menschen, das Startgebiet, die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, die Fähigkeiten des Elementarmagiers waren für einen Anfänger recht einfach zu verstehen. Trotzdem hat man dann zum Schluss gemerkt, dass es eine sehr komplexe Klasse ist, mit der man sehr viel arbeiten kann. Man kann sie aber halt auch sehr schlicht und einfach spielen. Das war, die Vielseitigkeit war mir da ein bisschen geläufiger als beim Mesmer. Das hat mich mit den Illusionen am Anfang ein bisschen verwirrt. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich die Mechaniken verstanden habe. Es ist vielleicht etwas, was wir uns in drei ja, im Rahmen der Guild Wars 2 Videos auf meinem Kanal auch noch als neue Reihe anschauen sollten. So wie Heart of Thorns draußen ist, werde ich Klassenvideos machen. Soll heißen, ich werde die einzelnen Klassen detailliert vorstellen. Sowohl alle ihre Spezialisierungen als auch ihre neuen Spezialisierungen mit Heart of Thorns einfach zeigen, was kann der Klasse, was ist die Idee dahinter, wie funktioniert sie für Anfänger. Dann, ich hätte das für den Mess am Anfang echt gebraucht. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sehen hier Nuria und sie ist halt eigentlich aus der Geschichte heraus ein Lichtdrache und lebt in einer etwas vom Krieg durchzogenen Welt zwischen Menschen und Drachen. Und deswegen fand ich, das passte halt so gut in Guild Wars 2 hinein. Weil in Guild Wars 2 geht es ja auch um Kämpfe zwischen Drachen, Altdrachen und Menschen. Auch wenn sich das auf einer ganz anderen Ebene in ihrer Geschichte, in ihrem Universum befindet, passt es so gut, dass habe ich gesagt, hey Mensch, dann nennst du sie auch so und dann guckst du mal, wie du mit ihr da klarkommst. Und ihr Charaktersetting war halt lange Zeit recht schwierig für mich. Ich wollte sie von Anfang an eigentlich hell und weiß gestaltet haben. Und es gab nie die passende Haarfrisur, es gab nie die passenden Klamotten und Waffen. Und jetzt, seit dem letzten Gemshop-Update, kann ich sie auch so gestalten, wie sie halt auch in etwa aussieht. Wir kennen sie aus Kritzelpixel-Videos, aus den drei letzten Videos, also nee, zwei letzten Videos sind das genau, das dritte kommt ja erst noch. Aus den zwei letzten Videos kennen wir sie da quasi auch schon. Und da kann man halt sehen, dass das Kleid, was sie hier trägt, dem recht ähnlich kommt. Die Haarfrisur, der Schmuck, die Flügel halt in dem Fall, weil sie perfekt passen und dazu halt auch der Heiligenschein, weil es halt einfach quasi ihre magischen Aura noch mal ein bisschen mehr Ausdruck verleiht. Und natürlich der weiße Stab. Sie ist Elementarmagierin. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass es wirklich sowas im Gemshop gäbe wie Überschreibung aller Klassenskills durch einen Effekt mit bla bla bla. Ich meine, ihr kennt ja die Legendaries und dass die spezielle Effekte haben, wenn man damit angreift. Zum Beispiel, wenn ich den Bifrost hätte, würde ich Regenbogen von mir geben, statt halt jetzt zum Beispiel Blitze, weil auf Blitzeinstimmung. Und ja, sowas würde ich mir halt wünschen als Gemshop-Items, als teure Gemshop-Items, dass man halt die Möglichkeit hat, seine Klassenskills, was soll ich sagen, mit was anderem zu überschreiben. Dass es halt zum Beispiel man dann halt alle Effekte, die hier in diesen unterschiedlichen ja, Farben halt auch quasi dargestellt sind, dass all diese unterschiedlichen Effekte halt quasi komplett weiß wären. Ja, das könnte ich mir persönlich sogar ziemlich cool vorstellen. Aber ansonsten gehe ich halt ein bisschen auf Wassereinstimmung. Das hat ja auch eine Ähnlichkeit oder die Lufteinstimmung. Tja, ihre Story so hingehend, ich meine, sie ist ja auch quasi Gildenleitung und immer mit im Namen leitend hier von den Hütern des Lichts. Das passt eigentlich auch ziemlich gut, weil das halt auch dem Charakter der Grundstory von ihr entspricht, dass sie quasi die Oberbefehlsgewalt hat über eine bunt zusammengewürfelte Horde der unterschiedlichsten Personen- und Charaktereigenschaften, die alle zusammen versuchen, in friedlicher Koexistenz alles zu genießen, was das Leben so bietet. Und das passt auch zu ihrer Hauptstory, weil letzten Endes ist sie dort auch Herrscherin über genau eben so eine Gemeinschaft.
Deswegen ist das mit der Gilde eigentlich ganz cool geworden. Und ich bin inzwischen auch sehr zufrieden mit ihrem Aussehen und ihrem Charakterdesign und allem drum und dran. Früher war sie der Charakter, der von mir am meisten umgestaltet worden ist. Nur mal halt einfach ein bisschen so von der Hintergrundgeschichte von ihr zu erzählen. Sie ist wirklich der Charakter, den ich, glaube ich, wirklich am meisten umgestaltet habe von allen anderen. Sie hat auch immer noch nicht 100% Karte, muss ich dazu sagen. Das habe ich bis jetzt mit Sarah Schmetterfels gemacht und Juna Lichthüter. Aber ich habe die 100% Weltenabschluss noch nicht mit Nuria. Weil ich habe das bis jetzt eigentlich immer so gemacht, wenn ich ein Legendary für die entsprechenden Charaktere gebaut habe, dass ich mit denen dann auch den Weltenabschluss haben wollte. Und das benötige ich halt zurzeit hier mit ihr nicht, weil es gibt keinen schönen Stab. Der Bifrost sieht aus wie so ein. Ich weiß nicht, also der Stab an sich ist hübsch, der ist ja so mit Diamanten besetzt und sieht total toll aus. Aber die Regenbogeneffekte sind halt so das allerletzte, was ich für einen Charakter da haben möchte. Und tja, da es halt, sagen wir, keine gute Alternative zu meinem Chaosstab gibt, bin ich ausgesprochen zufrieden damit, was ich jetzt hier habe. Und ich hoffe mal, die neuen Legendaries werden da interessant. Aber da ich mir jetzt ja die Flammensucher-Prophezeiung bauen musste, danke Arnett nochmal, dass ihr das mit der Spezialisierung vom Wiedergänger geschafft habt, dass ich mir dann tatsächlich den Schild baue. Wo ich mir gesagt habe, das ist nicht das Legendary, was ich haben möchte, weil ihm einfach zu viele Effekte fehlen. Naja, was soll's. Ist übrigens ein sehr schöner Ort hier, um Screenshots zu machen mit ihr. Sieht echt hübsch aus. Ich bin immer noch sehr begeistert von diesem Hochzeitsset, auch von der Mechanik, von der Physik, die uns das Ganze bietet. Also von der Bewegung her. Finde ich ziemlich beeindruckend, sehr schön. Ach ja, ich wünschte, man könnte in den Kronpavillon rein. Du guckst so unglücklich. Warum guckt sie denn so unglücklich, wenn sie läuft? Schau dich das an, wenn man langsam läuft. Die haben auch irgendwie die Bewegungseffekte, das der Frauen verändert. Also sie haben dort noch nie so sehr mit den Hüften gewackelt wie jetzt gerade. Klamottentechnisch. Gehen wir mal ein bisschen darauf ein, was der Charakter alles so mit sich herumschleppt. Wir sehen, sie ist halt wirklich komplett weiß. Das sieht man natürlich jetzt in verschiedenen Lichtsituationen nicht. Aber das ist ein wirklich komplett weiß gestalteter Charakter. Soll halt auch die volle Bandbreite des Lichts ausdrücken. Das sind die Klamotten, die sie tragen würde, ohne die, naja, halt ohne hier das Kleidungsset. Würde ich entsprechend so tragen. Die Schulterteile trage ich eher selten. Auch die Lorbeeren trage ich eher selten. Ihr könnt euch das jetzt auch nochmal hier anschauen. Halt immer ein bisschen weißer, weil es diese Albtraumhofklamotten sind. Aber ich bin halt jetzt sehr großer Fan hiervon und werde es auch bleiben. Da sind auch die Farben alle. Das ist halt zum größten Teil Firmament und Weiß. Und dementsprechend wirklich sehr, sehr hell die Töne darauf abgestimmt und abgepasst. Auch wenn ich es halt sagen muss, es ist sehr schön, ist, wenn man dieses Set mit anderen ja, Farben kombiniert. Hatte ich auch halt überlegt, Linsisolation irgendwo einbringen zu können, eventuell hier an den Rändern. Aber es passt halt einfach zu gut mit ihrem Setting. Was trägt sie da überhaupt für Klamotten und wie spiele ich meine Nuria? Sie hatte nicht mehr ihre aufgestiegene Rüstung und das, was sie mal, also teilweise getragen hat, weil mein Mesmer die zurzeit in Beschlag nimmt und dann zwischenzeitlich mein Nekro. Das passiert halt, wenn man aufgestiegene Rüstungen durcheinander tauschen kann. Wir tragen hier eine Kraftpräzision-Wildheitsrüstung voll Berserker-Rune des Gelehrten, weil als Elementarmagier sich, ja, wie soll ich sagen, fernab von allen bewegen zu können, ohne dass man von Gegnern getroffen wird, ist durchaus möglich, also kann man diese 10% mehr Schaden mitnehmen, wenn man überhalb der Lebenspunkteschwelle ist, abgesehen davon, dass man sich sehr gut hochheilen kann. Und ich habe hier meinen einzig, ich glaube, ich habe inzwischen drei aufgestiegenen, meinen einzig himmlisch aufgestiegenen Rückenschmuck und trage hier fast vollständiges Berserker-Equipment und die rosa Hasenpfote habe ich geschenkt bekommen, deswegen trägt sie die rosa Hasenpfote. Also ich hätte da jetzt auch ein aufgestiegenes Amulett für noch auf der Bank, aber nee. Und ja, weil ich halt hier ein bisschen Qualwiderstand quasi zusammensammle und auch für sie gerne eine aufgestiegene Rüstung zusammenbauen möchte, bin ich halt momentan dabei, sie ein bisschen auszustatten. Gott, das ist ja lästig. So, Kraft, Präzision, Wildheit, exotischer Stab war ursprünglich meine Gildensäule. Da ist halt ein Siegel der Heftigkeit und der Blutgier drauf. Es ist halt so ein bisschen standardlapidares Equipment. Ich weiß gar nicht, wie ich sie jetzt geskillt habe, was ich als letztes mit ihr gemacht habe. Meistens ist das Ganze angepasst an das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Und ich war da auf einer passiven Skillung, ich glaube, wegen Tequatel. Ich gehe mal auf die eigentliche Skillung, die ich normalerweise habe. Müsste hier so mit drin sein. Und zwar. Genau, automatisches reinigendes Feuer. Ganz nützlich, ein automatischer Zustandsentferner, den dabei zu haben. Und mehr Schaden, wenn ich auf Feuer eingestimmt bin. Und dann, noch solange ich auf Feuer eingestimmt bin, bekomme ich Macht.
Weil ich habe halt keine Machtrunen oder ich spiele halt mit Stab sehr viel, weil ich Stab sehr liebe und es mir sehr viel Spaß macht und es einfach zu ihrem Charaktersetting passt. Sodass ich mir ein bisschen Bild basteln musste, wo ich auch mit dem Stab ganz gut zurechtkomme. Und da ist das Machtstacken semi-produktiv. Es ist halt nicht ganz so perfekt, wie ich das jetzt machen könnte. Wenn ich auch wild irgendwie. Oh, danke Skype für diese Mitteilung. Ich stelle mich da mal auf beschäftigt. Sonst macht das quick, quick. Was haben wir denn hier? Ich glaube, Erde war falsch. Ich glaube, das war dann schon Luft. Das war wirklich Luft. Ich habe mal eine Zeit lang, Wildheit basierend auf eurer Präzision, genau. Ich habe mal eine Zeit lang auf Auren gespielt, weil ich das ganz interessant fand, weil es zu ihr auch passt, zu ihrem Charakter, zu ihrem Typ, dass sie halt auf Aura-Einstimmung ist, dass sie viel Feuer-Aura verleiht, dass Auren Wut und Eile verleihen, dass man das den Verbündeten mitgibt, dass man mit den, ja, hier eben mit den Beschwörungswaffen arbeitet und so weiter und so fort. Aber es ist halt nicht ganz so effektiv, wenn man unterwegs ist. Und. Schockaura, wenn ich kampfunfähig bin. Nein, erhalte deinen Segen abhängig von erragten Glyphen. Benutze ich nicht. Ich glaube, dann habe ich das mit dem Aromantenausbildung immer benutzt, weil ja Luft auch noch ein ganz recht starkes. Präzision und Luftwaffenfähigkeiten sind schneller wieder aufgeladen. Genau, und fügt mehr Schaden zu, wenn die Lebenspunkte eures Gegners unter die Schwelle fallen. Das sind 20%. Dann haben wir hier Elan bei kritischen Treffern. Letzte Abschirmung, genau. Und dann haben wir hier, basierend auf der Einstellung, belegen arkane Fähigkeiten Gegner mit dem Zustand. Und genau der arkane Blitzschlag, erhöhte Attribute und ein bisschen mehr Schaden, weil ich ganz gerne mit den Arkanfähigkeiten arbeite. Was mir einfach Spaß macht, Arkanmagier zu spielen, ist halt mal so ein bisschen was anderes. Frostbogen habe ich meistens eigentlich auch noch dabei. Mag Frostbogen sehr gerne. Frostbogen ist toll. Und so zum Mitnehmen sind halt auch immer die Glyphe der Elementare sind ganz nett. Flammengroßschwert ist jetzt nicht immer so das Geilste. Ich habe festgestellt, dass die Glyphe der Elementare, gerade wenn man so allein unterwegs ist, doch echt sehr nützlich sein kann. Besonders halt eben auch hier der Luftelementar, weil er betäuben kann, ne? Ja, und das ist dann quasi das Set, was ich mit ihr spiele. Und des Weiteren habe ich noch sehr viele Alternativklamotten mit ihr. Sehr viele Alternativklamotten. Da sehen wir auch mein erstes aufgestiegenes Equipment hier, dessen Werte, weil ich sie gedroppt bekommen habe, Bums mit sind und die muss ich noch anpassen entsprechend. Das habe ich aber halt bis jetzt noch nicht gemacht, weil mein ganzes Geld und so immer in andere Investitionen geflossen sind. Aber da muss ich noch Berserker draus machen, weil dann habe ich nämlich ein Zepterdolch als Berserker. Das wäre voll super. Auch wenn ich ja persönlich gerne himmlischen Ele spiele. Macht schon sehr viel Spaß. Was haben wir hier für Klamotten, die sie trägt? Ich habe hier einmal Prezi Vitalität Heilkraft, noch von meinem alten Heilerbild, das wesentlich besser funktioniert hat früher als jetzt nach dem Patch. Geht aber immer noch ganz gut. Das ist ein Bild, mit dem man noch einigermaßen Schaden raushaut, weil man halt viel crittet, aber man kann halt wirklich doch, gerade mit dem reinigenden Nebel und gerade mit den Wasserfähigkeiten, ein ziemlich guter Heiler sein. Da geht man halt auf die Wasserskillung, dass man halt auf Wasser auch mehr Schaden zufügt an verwundbaren Gegnern. Da geht es darum, Verwundbarkeit zu stacken, zu critten und Verbündete halt mit passiver Regeneration so weit hochzubringen wie möglich. Dann probiere ich das auch immer noch ganz gerne mit den Auren zu kombinieren, dass man halt die Möglichkeit hat, eine Aura zu nutzen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Auren Verbündete heilen mit der Elite-Spezialisierung, die mit Heart of Thorns kommt. Die hat zwar einen zu hohen Cooldown, aber eventuell wäre das ein Revival für dieses Heilungsbild. Ja, da bin ich noch am Hoffen. Ich kann ja mal zeigen, wie das Ganze aussehen würde, wenn sie es trägt. Ist ein bisschen bodenständiger, ist ein bisschen einfacher, ist ein bisschen schlichter. Und der passende Stab dazu, also es wäre halt Schattenzepter und Wissenschaftlerdolche. Dann haben wir noch mein Soldatenequipment. Ja, ich trage tatsächlich Soldatenequipment mit mir rum. Das ist so meine liebste Alternative, wenn ich mit Anfängern in Dungeon gehe und ihnen erkläre, wie es geht. Oder ihnen auch mal die Klasse zeige, einfach nur, damit man ein bisschen was aushält. Man kann auch mit Soldaten-Equipment und eben dieser Arkan-Skillung ganz gut Schaden rausholen, weil man halt auf diesen Crit ist. Aber ansonsten ist es halt nach wie vor die Berserker-Rüstung, die beim Elementarmagier ja den meisten Sinn macht. So, mit dabei ist auch immer mein Heiligenschein-Trank. Den gab es ja mal bei der Verteidigung von Löwenstein. Das ist einer der wenigen Gegenstände, die man nicht so leicht bekommen kann, der selbstlose Trank. Und das fand ich auch sehr schön. Ich hoffe, das bleibt so. Die klangvolle Harfe ist natürlich auch etwas, was nicht fehlen darf, ne? Ich konnte auch mal Lieder spielen, aber fragt mich nicht mehr genau, wie das geht.
Das dann natürlich muss man auch dementsprechend zweistimmig spielen, also halt irgendwie mehr so. Nee, Moment. Wie soll das? Nee, kann ich nicht mehr. Ist zu lange her. Ich habe natürlich noch andere Rückengegenstände dabei. Licht der Dwayner und schwarze Flügel. Aber das ist eigentlich mehr so übrig gebliebenes Scrap-Equipment, was ich dann nicht mehr wegschmeißen wollte. Ich habe hier meinen Passierschein für den Luftschiff. Das Passierschein des Luftschiffs-Captains. So, ich habe den Passierschein für das Luftschiff hier mit dabei. Das Luftschiff ist ziemlich praktisch. Ist persönlich, sagen wir mal, die Luxusvariante einer jeden Stadt. Fast noch besser als der Kronpavillon eigentlich. Wir sind dann hier auf dem Luftschiff. Da hat man halt die Möglichkeit, an alles ranzukommen. Alle Handwerksstationen, Handelsposten, mystische Schmiede. Und das ist alles so schön nah beieinander, dass man sich meistens nur rumdrehen muss. Ich finde das persönlich ziemlich cool. Hier sind auch die ganzen Gilden. Da kann man das Luftschiff wieder verlassen. Also ich persönlich mag es sehr gerne hier auf dem Luftschiff. Ich finde das immer ausgesprochen cool und angenehm und praktisch. Ging es hier wieder runter? Da ging es hier wieder runter. Verlassen. Ja gut, man portet sich damit automatisch in die Gendaran-Felder, ist klar. Aber, oje, da unten ist ja richtig was los. Ansonsten ist das eigentlich ein ziemlich praktischer und luxuriöser Ort. Ich meine, es ist ja auch mein Luxuscharakter. Deswegen hat sie auch den silberbetriebenen Wiederverwerter und den kupferbetriebenen Wiederverwerter. Weil so als Luxuscharakter sollte sie, inklusive der Prinzessin Mias Tiara, einfach so diese Luxus-Items alles besitzen. Ja, hier ist noch jede Menge Crap in meinem Inventar. Ja, auch der Charakter mit der Pralinen-Schachtel ist klar. Ja, also hier, ich kann Kackibällchen werfen und Blumen und mich kleiner machen, wenn ich möchte. Ja, die Pralinen-Schachtel ist schon was ganz Besonderes. Ich habe natürlich inzwischen auch meinen Geburtstagsblaster hier. Wir können ja einfach mal schauen bei Slash Age. Seit der Erstellung vor 1057 Tagen habt ihr diesen Charakter 1221 Stunden und 43 Minuten lang gespielt. Das ist recht viel. Das ist in etwa ein Viertel meiner Gesamtspielzeit. Nur mit diesem Charakter. Alternative Waffen übrigens. Ich habe auch Chaos-Dolche. Hier mir fehlt halt leider das Chaos-Zepter und das ist jetzt auch ein bisschen zu teuer. Deswegen bin ich immer so ein bisschen hin und her überlegen, was ich dann dabei ihr tragen soll. Ach so, ja, ich bin auch in der Kostümrauferei, ist klar. So. Weil ich hätte halt gerne noch das Zepter gehabt, aber das Leylinien-Zepter persönlich finde ich halt auch da ziemlich schön. Ich finde, das macht sich ausgesprochen gut so. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mit ihm mal vielleicht ein bisschen was verprügeln. Und dann gucken wir mal, ich zeige euch dann noch das Heilerbild, das nicht mehr so funktioniert, wie es mal gedacht war. Und ich habe, glaube ich, inzwischen auch das Equipment auf meinen Wächter übertragen von den aufgestiegenen Rüstungssachen und so. Aber naja, wer weiß, vielleicht, dass für den einen oder anderen meine Inspiration ist, zu verbessern und auszuarbeiten. Ihr wisst ja, ich habe immer die Ambition, Builds zu bauen und zu basteln. Fernab von der langweiligen Meta, weil man über 4000 Stunden Spielzeit auf einem Account hat, dann ist es irgendwann langweilig, Meta und so, weil es einfach aus nach einem, ist das der Zerg, der da hochgeht oder ist das ein Einzelspieler? Ich weiß es nicht. Das ist mein Lieblingsriese, darf ich den prügeln? Ja, niemand hat ihn bis jetzt angegriffen. Wunderbar. So. Hey! Hey Sie! Nein, warten Sie! Bleiben Sie stehen! So, das war zu spät. Da musste ich durch die Dodge Roll, habe ich meine Zeit verloren. So, hundertprozentig garantierte Crits mit dem Meteorschauer. Jetzt noch den Eisbogen hinten drauf. Tschüss, Riese. Ja, da hätte ich den erstmal auch nicht mehr gebraucht. Mal erwähnt haben. Ist halt schon ziemlich strong, der Ele. Seine Meteorschauer auf so einen großen Gegner, wenn er viele Hits landet. Also ich persönlich habe damit sehr viel Spaß. Machtstacken ist halt mit dem Bild hier nicht so einfach, wie es mit anderen Builds ist. Normalerweise würde ich dann halt dementsprechend auch eventuell sogar noch Waffen wechseln. Ja, das hast du jetzt davon. Und ich mag den Pew-Pew, den verbesserten, gestärkten Pew-Pew von dem Bogen. Normalerweise würde ich halt machtsteckenderweise auch noch mit der Erdeinstimmung arbeiten und so weiter und so fort.
Das sind so Dinge, die man da eventuell noch berücksichtigen sollte. Was schön ist halt einfach diese erhöhte Wildheit durch den Blitzschlag. So macht das Spaß. So kann ich arbeiten. Und da kann man sich schon im Kampf mit mehreren Gegnern ganz gut Macht hocharbeiten, ja? Weil ich ja jedes Mal, wenn ich eine Feuerattacke benutze, Macht bekomme quasi. Das kann man halt auch noch ein bisschen, ja, übertreiben. Also mit Doppeldolch spielt sich das Ganze auch ausgezeichnet. Macht auch sehr viel Spaß. Können wir ja mal machen. Wir können das ja mal mit Doppeldolch spielen. Habe ich noch überhaupt Berserkerdolche? Einen? Den zweiten. Da ist ein Sigil der Grausamkeit drauf. Das ist gar nicht mehr so übel. Energie und Grausamkeit. Ja. Die könnte ich eigentlich auch mal überskinnen wieder, weil ich ja jetzt das nicht mehr so trage. Wo habe ich denn überhaupt den hier? Oh, ich habe wieder ganz gut Transmutantenladungen gesammelt. Da war kurz Candy Corn. Ich habe das genau gesehen. Da war ganz kurz Candy Corn. Okay, da ist er ja wieder. So, hallo Sila, sie hier, sie brennen jetzt. So, zack, zack und zack. Und oh, das war nicht in dem Feld drin, aber geht trotzdem. Ein bisschen mit der Bitchpeitsche draufhauen, Kühle verpassen. Kann ich mich auch nochmal kurz hochheilen und dann kann ich meinen Rota wieder abgehen. Oh, der Flammenmate macht auch schön Schaden. Dann kriegt er ja nochmal den Eisbogen auf die Nase gesammelt. Zack. Dann ist er auch weg. Also Ele ist halt schon eine kleine Damage-Maschine, ne? Muss man halt sagen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich uns eventuell das Heilungsbild in irgendeiner Weise noch, ja, zur Vorstellung präsentieren kann. Und zwar das tragen und entweder der hier war das. Nee, den nicht. Nee, das war schon richtig so. Von die beiden korrekt. Und dazu habe ich dann das hier getragen. Genau, mit dem billigen Mönchsruhen als gute Alternative. Ja, richtig. Ich habe keine alternatives Set mehr mit den entsprechend richtigen Werten. Das ist halt da so ein bisschen das Problem. Ich müsste meine Accessoires natürlich eigentlich auch dringend ändern. Aber es ist so, wie es ist. Und da fangen wir mit Erde, Wasser und Arkane stimmt aber. Und dann wollen wir das mit der reinigenden Welle drin haben. Dann habe ich eigentlich auch immer ganz gern das mit dem schneller Wiederbeleben wegen den Auren. Oh, Alarm bei kritischen Treffern war auch richtig. So, heilende Wirkung des beruhigenden Nebels wird verstärkt. Das ist halt unser beruhigender Nebel. Dann haben wir hier regeneriert Lebenspunkte, ja. Der wird dann halt nochmal um 100% verbessert. Bei Verwendung einer Aura bei euch selbst wird die Wirkung auch auf alle Verbündeten der Nähe übertragen. Das ist halt noch die Variante, mit Auren zu arbeiten. Das wäre quasi die Aurenskillung. Wir können ja mal die Aurenskillung reinnehmen und dann könnt ihr selber entscheiden, wie viel Bockmist die ist. Entfernt Zustände von euch und euren Verbündeten, wenn ihr euch auf Wasser einstimmt. Mehr Schaden, wenn eure Lebenspunkte über der Schwelle liegen. Verringert wieder vielleicht seine Wasserfähigkeit. Ich glaube, das hatte ich immer drin. Erhaltet Regeneration und Frostaura, wenn euch ein kritischer Treffer zugefügt wird. Genau, das war das mit der Aurenskillung. Wasser, mehr Schaden bei verwundbaren Gegnern hätte man eigentlich sonst, aber das hier war das mit der Aurenskillung. Und Wut bei einem Explosionsabschluss auf einem Feuerfeld sollte man mitnehmen, weil man somit überhaupt noch krittet. Dann haben wir mehr Schaden auf Feuer. Feuerauren, die ihr anwendet, dauern länger und gewähren bei der Erstellung Macht war richtig. Und dann war erhaltet Feueraura, wenn ihr einen Verbündeten eine beschworene Waffe aufhebt. Beschworene Waffen haben mehr Ladungen. Das war die Idee dahinter, dass man beschworene Waffen benutzt. Und da benutze ich dann meistens den Blitzhammer mit dazu. Dann entweder für mehr Zähigkeit, weil wir haben wenig Zähigkeit, entsprechend das Zähigkeitssiegel. Man kann natürlich auch, wo war das hier? Wiederbelebungssiegel, das ist aber eigentlich gar nicht mal so extrem wichtig. Vielleicht entweder noch Zustände entfernen oder ein Sunbreaker für Stabilität und dann reicht das Siegel der Wiederherstellung. Und da verstehe ich immer noch nicht so genau, wo der Trade jetzt ist für die Heilfähigkeit, dass das Siegel mir ein Feuerschild gibt, weil das ist keine beschworene Waffe.
Ich verstehe es einfach nicht. Es steht dran, es funktioniert auch. Übrigens, erhöhte Heilwirkung auf Verbündete. Erhalt Verbündete in der Nähe, wenn ihr euch auf Wasser einstimmt. Mit euren nahen Verbündeten regenerieren Lebenspunkte, während ihr auf Wasser eingestimmt seid. Beruhigender Nebel. Intervall 3 Sekunden. Beruhigender Nebel in 10 Sekunden 1669. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sich das berechnet. Ich habe nur festgestellt, dass beruhigender Nebel eigentlich eine ganz gute passive Heilwirkung hat. Gut, beim Einstimmungswechsel ist klar, Segensdauer ist erhöht. Und jetzt ist es halt schwierig, weil eigentlich müsste ich das mit Verbündeten zeigen, wie das klappt. Halt zu erzählen und zu erklären. Wie das hier mit dem entsprechenden Fähigkeiten funktioniert. Und jetzt gebe ich mir halt eine Feueraura, die gewährt mir halt Macht. So, jetzt kann ich halt mal ein bisschen rausdodgen. Das ist halt eine Möglichkeit, sich ziemlich lange für gute Zeit eine, ja, quasi eine Aura zu geben. Jetzt habe ich die Frostaura auf mir drauf. Wäh. Da müsste jetzt einfach nur Auto-Attack, Auto-Attack, Auto-Attack. Oh Gott. Und noch so ein fettes Vieh. Also es geht. Ich kann jetzt halt nur schlecht zeigen, wie ich da Leute, ja, wie soll ich sagen, beschütze. Also mit den verschiedenen Auren. Hey, 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 bleibst du? Bleibst du? Hallo? Danke. Alles gut. Ihr seht ja, dass, quasi die Idee dahinter, das mit den Auren zu machen. Und mit der neuen Elite-Spezialisierung hätte man dann halt die Möglichkeit, noch Verbündete durch das Wirken von Auren zu, ja, was soll ich sagen, zu heilen und zu unterstützen. Das ist dann einmal die Aurenskillung über die Arcana, was ich persönlich am sinnvollsten finde. Ansonsten gibt es noch die über Luft. Und da ist dann halt das mit den Auren verleihen bei Anwendung Eile und Wut. Und man hat hier genau dieses, dass man nochmal eine Schockaura bekommt, wenn man halt quasi gestunt wird, was halt sich auf Verbündete ebenfalls auswirkt. Und fügt mehr Schaden zu, wenn eure Lebenspunkte eures Gegners in die Schwelle fallen, könnte man dann noch nehmen. Das ist jetzt eine Alternative dazu, wie man das skillen kann. Das ist halt eine Aurenskillung, die auf Heilung basierend ist und mehr darauf angelegt ist, dass man sich halt Macht stackt und dass man halt diese Fähigkeiten hier benutzt. Kommt jetzt zu mir geportet? Sehr gut. Man macht halt damit, weil der Ele prinzipiell guten Schaden macht, auch noch Schaden. Aber es ist halt eine Fun-Skillung. Also das ist so in Dungeons nicht die ultimative Meta. Aber funktioniert in Fraktalen. Es funktioniert in Fraktalen, muss ich dazu sagen. So, zack. Ich erstmal wieder meine Feueraura. Habe ich ein bisschen zu früh gezündet hier. Bin da ein bisschen aus der Übung, mit Zepterdolch zu spielen. Man kann sich da halt wirklich super lange die Feueraura aufrechterhalten. Und ihr bekommt halt jedes Mal Macht, dann wenn ihr entsprechend damit getroffen werdet. So, jetzt müsste es aber richtig passen. Jetzt lasse ich mich mal umschubsen. Oh, er war geblendet. Ich wollte eigentlich demonstrieren, wie das ist, wenn ich halt quasi diese Aura bekomme, aber sei mir nicht vergönnt. Pam 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 pam. Ja, ne? Ich finde das halt persönlich so ganz lustig. Mir macht das Spaß, so zu spielen. Ist ein bisschen derpy, ist ein bisschen random. Aber warum denn auch nicht? Tja, und das sind so die Skillungen bzw. die Wege der Nuria. Ja, und ich kann ja hier, das sieht ohne Kleidungsset natürlich entsprechend besser aus. So. Ich hoffe, die Charaktervorstellung hat euch gefallen, zu sehen, wie ich sie spiele, was für verschiedene Builds ich da habe. Es ist noch ein bisschen unterschiedlich, wenn ich auf Doppeldurch spiele oder sowas. Kommt drauf an,
Manchmal auch halber Bunker-Ale, je nachdem, ob Fraktale oder ob wir, was für ein Dungeon man läuft. Es kommt ja auch immer sehr darauf an, was für ein Dungeon man läuft, weil man dann mal schnell umskillen muss, um halt eben länger Might zu stacken oder um Verbündete besser zu unterstützen, etc. pp. Wenn man da maximal schnell irgendwo durchkommen will oder wenn man rumderpen will, dann kann man auch mal irgendwas Lustiges ausprobieren, Frustiges ausprobieren, wie das, was ich jetzt gerade hier gezeigt habe. Und zu dem Charakter kann ich halt und ihrer Geschichte kann ich halt noch nicht so viel erzählen, weil das würde ich ganz gerne mal in einem Extra-Video machen, in dem eigenen Rahmen, ihr gerecht werdend, quasi in einem eigenen kleinen Projekt. Sie vorstellen, wie sie halt, also die Geschichte dahinter, das werden wir im Rahmen von Crystal Pixel machen und das Ganze dann übertragen auf Guild Wars 2 auch nochmal. Sonst spoilere ich euch quasi, was Story angeht, ein bisschen. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mein Guild Wars 2. Bis dahin, bye!